Gott im Wallersteiner Forst. Wir sind hier im Revier Diemannstein. Mein Name ist Florian Wenget und wir begleiten hier das Projekt der ANW, der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. Und zwar werden hier Tannen gepflanzt von zwei verschiedenen Herkünften. Einmal die rumänische Pflanze, die St. Georga, und eine süddeutsche Herkunft. Jeweils werden 265 Tannen gepflanzt mit Reservepflanzen von 20 Stück. Wir pflanzen sie in einem Pflanzabstand von 2,5 auf 1,5 Meter. Gepflanzt wird hier unter einem Fichtenaltbestand. Tanne ist eine Schattbaumart, sprich hier im Schatten wächst sie am besten. Und warum die Tanne? Die Tanne pflanzen wir, weil sie einfach ein Tiefwurzel ist, windresistenter, sage ich mal, als die Fichte. Und aufgrund des Klimawandels, der sich in den nächsten paar Jahren noch etwas erschweren wird, höhere Temperaturen gibt, einfach trockenresistenter und windwurfgefährdender und bis jetzt noch keine Schädlinge hat.